Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prey. Und wir machen uns diese Folge auf die Suche nach der Schlüsselkarte für den Wartungsraum oder den Wartungstunnel, da wo wir in der letzten Folge nicht durchgekommen sind. Ich werde es für euch relativ kurz halten, denn ich denke, ich werde einige Zeit in Anspruch nehmen müssen, bis ich das vielleicht gefunden habe. Alles Wichtige kommt in die Folge rein und ich hoffe, wir werden nicht direkt um die nächste Ecke ermeuchelt, denn es wird ein wenig schwieriger mit den neuen Spezies, die wir hier haben. Da muss ich mir noch eine kleine, ja, Taktik ausdenken, wie wir die erfolgreich um die Ecke bringen können. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Da haben wir zum Beispiel den Tresor, was auf dieser Ebene ist. Dann versuchen wir uns jetzt doch einfach mal nach. Habt ihr das gesehen? Er meint doch ernsthaft, sich tarnen zu können. Als Schrank. Boah, da unten liegt sogar eine Leiche. Oder ist er das jetzt? Moment, wie war das nochmal? Er wird sich doch jetzt hier irgendwo getarnt haben. Guck mal da, Mimik. 10 Meter. Okay. Nehmen wir den doch direkt mal auseinander hier. So, und wer bist du? Du bist Otto Lauda. Nicht Niki Lauda, nein, Otto Lauda. Bisschen Muni hast du für uns. Aber leider auch keinen neuen Weg und keine neue Schlüsselkarte. Und wir wieder hoch? Ja, zum Glück. Ich laufe jetzt einfach mal komplett ohne irgendeine Ahnung hier rum. Einfach mal total blind, weil ich habe mich beim letzten Mal so sehr auf die Karte fixiert. Fehler, Code eingeben. Aber wir haben hier ja keine Möglichkeit. Oh, doch, Hacken. Oh. Zeit. Hallo, Zeit. Nein. Ja, und? Guck mal, das wollten wir beim letzten Mal machen und es ging nicht. Geht's jetzt? Ach, 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 jetzt dürfen wir mit voll in dem Game dabei sein. Jetzt dürfen wir uns tarnen. Kenne deinen Feind. Errungenschaft freigeschaltet. Na super, ich hoffe, wir können uns besser tarnen als sie. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Wait, what? Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Was? Einige Kräfte werden sofort ausgelöst, wenn du Maustaste 2 drückst. Einige Kräfte sind zielbasiert. Halte Maustaste 2 gedrückt, um die Zeit anzuhalten und den Zielauswahlmodus zu öffnen. Mit Maus kannst du zielen. Sobald du Maustaste 2 loslässt, wird eine Zielkraft auf die Zielposition ausgeführt. Mit F brichst du sie ab. Kräfte können über das Favoritenrad ausgerüstet werden. Okay. Ausführen, zielen, schleichen, springen, dehnen, warte mal. Maustaste 2. Oh, nice! Scheiße, ist das geil.
Kann der bitte weitergehen? Unsere Psy-Kraft geht gerade derbe runter. Junge, ich habe mich nicht bewegt. Kannst du bitte weiterlaufen? Verdammt. Okay, wir haben es zumindest schon mal ausprobiert. Es ist so derbe geil. Ohne Witz. Auf einmal sind wir der Karton. Und sowas von der Karton, dass wir uns da so dermaßen hineinversetzt haben. Mega. Wo ist der? Weg? Nein. Lad nach. Und wir müssen den doch endlich mal hier erledigen. Haben wir? Ich möchte nicht so ein Kotzbrocken werden. Recyclerladung. Nice. Die gibt es eigentlich viel zu selten, ne? Endlich ist diese Einheit hier mal safe. Schnell speichern. Schnell speichern. Oh nein, meine Kerze ist ausgegangen. Ich rieche da sofort. Hallo. Hi. Na, möchtest du mit mir reden? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Oh, ach du lädst also unsere Psi auf. Das ist auch sehr sinnvoll, ne? Der eine hat unseren Schild aufgeladen. Den werden wir nachher auch wieder besuchen. Aber ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, dass wir hier erst noch ein paar Räumlichkeiten durchsuchen müssten. Der ist gar nicht mehr hier, oder? Oh, doch. Shit. Das war jetzt nicht unbedingt sehr clever. Sag mal, seid ihr eigentlich genauso doof wie eure Kollegen? Okay, ihr seid nicht so doof. Verdammt. Ich wollte jetzt gerade eigentlich das Destiny-Ausweichen nutzen. Das war auch sehr cool. Habe ich den jetzt erwischt? Nein, habe ich nicht. Nein, stopp. Ach, immer diese Simulanten, ey. Wirklich. Dadurch, dass er sich auf den Boden gelegt hat, habe ich gedacht, der wäre hops. Deswegen habe ich auch nicht sofort wieder drauf geschossen. Wo ist er hier? Doch, wie erledigt. Ich sehe gerade, da ist ein super geiler Durchgang wahrscheinlich zu dem Tresor. Ich muss den jetzt. Muss den, glaube ich, nicht erledigen. Moment, wo kommt der Strom raus? Da, jetzt nicht mehr. Sei lieb. Guck woanders hin. Wir sind einfach sowas von nicht da. Das Bewusstseinsfeld. Okay, viel Spaß beim Lesen. What? Nennt man sowas Karma? So, wir sind endlich im Büro. Endlich. So, was haben wir denn noch hier liegen? Anti-Reds? Wie bei Fallout oder was? Nein. Was liegt denn da noch? Nice, mit roher Gewalt kriegt man es dann manchmal doch hin. Oh! Ich liebe ja diese Geschwindigkeit, mit der die Waffen ausgetauscht werden. Wait, was war jetzt eigentlich der Alien? Und wo kam er her? Du musst doch hier vorher...
Nee. Du gib dir gleich bei. Nein. Verdammt. Kannst du bitte aufhören? So. Nicht noch einmal. So, welche Stufe ist das? Können wir das reparieren? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich von vorne gucken. Cool. Die Wartungsschleuse können wir auch aufmachen. Da können wir gleich abdampfen. Was haben wir hier? Recycler. Oh, wir haben endlich wieder einen Recycler. Was haben wir denn? Gut, den können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das. Das auch. Die auch. Oh, das stellt Gesundheit wieder her. Warum sagt mir keiner, dass wir Traubenzucker finden? Achso, das sind die Köder. Das Armband sollten wir behalten. Das sind Waffen, das sind Materialien. Das ist... Obwohl, das Bier... Wayne. So, den Alkohol haben wir hier sowieso noch nie gebraucht. Was bist du? Achso, das haben wir gerade eingesammelt. Schick, schick. So, können wir hier noch was lernen? Eigentlich, aha, aha. So, und jetzt schauen wir doch mal, was der Prof so auf dem Tisch liegen hat. Asteroidenfragment? Nein, ich wollte ich eigentlich nicht tragen. Geht's eigentlich noch auffälliger? Ja, Samador. So, das hatten wir ja auch schon. Okay, dann haben wir hier eigentlich alle wichtigen Sachen erledigt und wir versuchen mal hier hinten raus zu hopsen. Du siehst irgendwie so aus, als wenn du da nicht hingehörst. Okay, anscheinend schon. Objekt benutzen? Was haben wir denn hier? Power Control Terminal. Ausschalten? Aber wozu? Wegen was eigentlich? Warum soll ich den... Haben wir nicht schon genug von ihm gescannt? Kannst du jetzt bitte mal stehen bleiben? Ich muss dich weiter scannen. Ach, da oben ist auch einer. Ja, gut zu wissen, ne? Wait. Was habe ich da gerade gesehen? Ach, guck mal. Stimmt, den Tresor hatten wir noch gar nicht. Bitte lass da eine Schlüsselkarte drin sein. Was? Ich bin dafür bekannt, dass ich wieder die falschen Tasten drücke. Okay, wir haben die Neuromods. Morgan, eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station Sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass Sie sich verlieren. Nee, nee, da brauchst du dir mal keine Sorgen machen. Verdammt, hatte ich den jetzt schon zu Ende gescannt? Okay. Was haben wir denn? Nee, das ist jetzt nicht unbedingt der Scan von denen.
Status? Nein. Okay, das Typhoon-Material in deinem System bewegt sich knapp unterhalb der Schwelle, ab der Geschütze dich als Bedrohung ansehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir haben immer noch Strahlung? Wir hätten doch vorhin keine Strahlung. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, das ist sehr schön, aber wir möchten erstmal unter der Schwelle bleiben. Und mir reicht es in dem Punkt. Wie leuchtet da noch was? Momentchen mal hier. Mimese. So, bei früheren Modellen wurde die These vertreten, dass Mimics ihre Modellarstruktur neu anordnen und so den atomaren Aufbau eines Zielobjekts replizieren. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass überhaupt keine Änderung der Gestalt stattfindet. Wenn sie ein Objekt imitieren, sind die Mimics objektiv betrachtet nicht mehr in diesem Universum anwesend. Sie tauschen den Platz mit einem Objekt in einer parallelen Realität, behalten jedoch eine bewusste Verbindung in unserer in unserem Universum bei. Vielleicht eine Art paradimensionaler Verschränkung? Das heißt aber, wenn wir diese Fähigkeit haben, dass wir aber auch nicht mehr da drin sind. Also in diesem Universum. Moment hier mal. In diesem Universum. Was ist das eigentlich für ein Fernseher? Vielleicht müsste ich das vor. Nein, ich bin nicht da. Vorher nochmal herausfinden. So, der läuft gerade dran vorbei. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz aufpassen. Mülleimer, du hast nichts mehr. Programme. Konferenzraum, Zugriff erlauben. Und Archivaufnahmen. Video aus der Datenzentrale geholt. Ist bereit zur Wiedergabe. Autorisierung auf Direktorebene bestätigt. Wird abgespielt. Erster Kontakt. Ach da. Hallo, hier bin ich. Okay, doch nicht so freudig. Ah, wirklich nicht so freudig. Nein, der erste Kontakt war nicht unbedingt der beste. Okay, was haben wir hier noch? Der Weber, 1965. Da sind sogar drei Zugänge. Aber was machen die gerade? Die. Oh. Die greifen sich selber an? Ich denke, die Weber, die weben diese goldenen Fäden. War das ein großer Zusammenschluss von denen oder. Ich fühle mich gerade leicht bedroht von hinten, obwohl ich gerade nichts sehe. Da wollte ich doch sehr gerne um die Ecke flüchten. Gut, dann haben wir das schon kennengelernt. Ich glaube, da haben wir gerade eine Tür geöffnet. Ich würde aber gerne trotzdem nochmal die Mails einmal durchchecken. Okay, du gehst eben in die andere Richtung. Dann können wir das doch. Ah, jetzt stampf doch nicht hier so. Manni. So, unsere hochgeschätzte Kollegin Dr. Gallegos stellt ein Problem dar. Müssen zeitnah per Looking Glass reden. Patient Tokaji besteht darauf, sich die Hand in einem Maschinenteil eingeklemmt zu haben. Die Wunde weist aber eindeutig Bissspuren auf von menschlichen Zähnen. Jemand hat ihr die Finger abgebissen. Als ich den Sicherheitsdienst gefragt habe, ob sie die Finger gefunden haben, damit ich sie wieder annähen kann, meinten die, die Maschine hätte sie zermalmt. Was ist hier bitte los? Vollständiger Bericht zum letzten Experiment mit V01065537 noch ausstehen. Der Typhon Psychokrates zeigte anfängliches Interesse an Testobjekt, konnte seinen Geist aber letztendlich nicht kolonisieren. Tatsächlich entwickelte er eine starke Abneigung, experimentiert auf MUs Anordnungen nach
5 Stunden, 1 Minute und 30 Sekunden angehalten. Erholung für 37 angeordnet. Ach, 37 schon wieder, ne? Auf ihre Anordnung hin wurde Dr. Tokai ins Traumazentrum geschickt. Ihre Finger wurden nicht wiedergefunden. Ah, ganz toll. Ganz toll. Die wird ihre Finger nie wieder kriegen. Nie wieder. Achso, das waren ja die Überreste. So, du müsstest jetzt auf sein. Nee. Momentchen mal, was haben wir denn gerade geöffnet, bitte? Können wir das jetzt bitte noch einmal klären hier? Wir haben den Konferenzraum geöffnet. Ist aber schlecht. Geht er hier irgendwo? Nee, hier haben wir keine Tür. Ich will mich nicht verwandeln, jetzt hör auf. Konferenzraum. Haben wir nicht auf dieser Ebene. Naja, zumindest haben wir ihn für später schon mal geöffnet. Wie viele Direktoren haben wir hier eigentlich? Gut, ich würde sagen, wir haben in dieser Folge einiges herausgefunden und sogar den Tresor von Dr. Kelstrup geöffnet und leider nicht die Schlüsselkarte gefunden, aber das machen wir uns doch mal zum Ziel in der nächsten Folge, oder nicht? Ich denke schon. Also es ist eine gute Idee und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.